Wald. Herzlich gegrüßt bei der Scooterschrauber. Habe ich mir einen neuen Roller geleistet? Könnte das durchaus möglich sein? Das finden wir jetzt mal raus, indem ich einfach mal den Schlüssel einstecke. Einspritzer, versteht sich. Viertakter. Kilometer runter. Lässt sich ganz gut fahren. Die hintere Bremse muss nachgestellt werden. Laufverhalten hört sich sehr gut an. Ist ja nur noch neu. Jetzt ist aber die Frage, was mache ich hier gerade? Das werden wir noch zusammen rausfinden. Ich mache noch mal eine kleine Hochfahrt. Das ist das Modell und zwar Alpha Motors. Und das hier sieht auch schon mal richtig cool aus mit dem Tagfahrlicht. Das ist natürlich nicht mein Roller. Das ist der Roller von Manuel. Und er hat ihn zum Checken einfach mal vorbeigebracht. Jetzt, wo er fast seine 300 Kilometer runter hat, heißt es, wir machen einen Ölwechsel und machen eine kleinere Inspektion. Und so habe ich Manuel eben gesagt, okay, bring vorbei, ich gucke ihn mal durch und somit kann ich auch noch mal die Schrauben nachziehen. Wir machen einen Ölwechsel, die hintere Bremse braucht man nur noch ein bisschen nachjustieren, weil die kann man wirklich zum Anhalten richtig durchziehen, das ist nicht korrekt. Und ja, wie ich schon erwähnt habe, die eine oder andere Schraube ziehen wir auch zur Sicherheit nochmal nach. Gut, ihr wisst Bescheid. Ein Roller ist eingetroffen. Wann fange ich mit diesem Roller an? Höchstwahrscheinlich sogar schon morgen. Alpha Motors. Cooler Name, oder? In diesem Sinne, das war nur die Vorstellung für diesen Roller. Und wir sehen uns natürlich am nächsten Tag. Macht's gut. Tschüss.